Teilnehmer dieses Jahr. Ganz, ganz herzlich begrüßt. Ich freue mich wahnsinnig und ein bisschen lauter und ein bisschen stampfen und ein bisschen schreien. Okay, super. So. Und den Herrn Fleig begrüße ich natürlich auch recht herzlich. Wer möchte denn das zweite Mikrofon haben? So, liebe Kinder, liebe Eltern und vor allen Dingen liebe Altersgenossen 55 plus, herzlich willkommen hier auf dem Realschulhof in Schramberg zum Projekt Prima Klima. Ich wurde gerade gefragt, ob ich nervös sei, wenn ich ans Klima denke, ja, wenn ich an das Projekt Klima denke, nicht. Aber schlaflose Nächte machen wir gerade ein anderes Thema, das hoffentlich diese Woche ein bisschen Hintergrund drängt, nämlich das Thema Krankenhaus. Aber wir wollen uns ja diese Woche mit globaleren, mit weitläufigeren Themen, eben mit dem Klima und alles, was damit zusammenhängt, beschäftigen. Und ich freue mich, dass die SUX wieder so ein tolles Projekt auf den Weg gebracht hat. Ein amerikanischer Schriftsteller hat mal formuliert, die Welt endet nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern. Und ich denke, das Wimmern, um den Bezug zum Klima herzustellen, ist für die Welt unüberhörbar und unübersehbar. Wer nur die Nachrichten über dieses Wochenende gesehen hat, eine Hitzewelle in Russland, im Norden Europas, mit verheerenden Waldbränden und dafür aber Überschwemmungen in anderen Teilen der Welt, wie in Pakistan, der kann vielleicht die Augen nicht mehr davon verschließen, dass wir auch durch menschliches Tun aufs Klima eingewirkt haben und auf eine Situation zulaufen, die nicht gut ist. Und darum geht es uns mit dem Projekt Prima Klima, aber auch mit vielen anderen Dingen, die wir im Laufe des Jahres tun, dazu beizutragen, dass die Welt auch für euch, für eure Generation noch viel bietet und gesund ist und dass auch die nachfolgenden Generationen, die heute hier nicht versammelt sind und teilweise noch gar nicht geboren sind, es genauso gut ergehen möge wie uns. Deswegen kommt es immer darauf an, dass wir mit den natürlichen Rohstoffen, ob Öl oder anderes, sachgerecht umgehen und dass wir, meine ich auch jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns, seinen Beitrag dazu leistet, dass die Umwelt, dass das Klima geschützt wird. Deswegen ist es toll, dass der SUX dieses Projekt aufgenommen hat. Und der SUX hat ja bereits im Jahre 2000 sich selbst verpflichtet, im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung solche Themen zu befördern und zu beeinflussen. Und SUX wurde dafür ja auch anerkannt als Projekt der Umweltdekade der UN, ein Projekt für nachhaltige Entwicklung. Und wir freuen uns, dass diese Zertifizierung, diese Auszeichnung, die SUX erfahren hat, weitergilt und für das Jahr 2011 und bis Jahr 2011 weiter gewährt wurde. Deswegen können die Macherinnen und Macher beim SUX auch stolz sein auf solche Auszeichnung, die eben weltweit anerkannt wird. Da darf man auch mal klatschen. Ja. Wir freuen uns dieses Jahr, dass dieses Projekt aber auch unterstützt wird von der Landesregierung, insoweit als unsere Umweltministerin, die am Donnerstag Schramberg besuchen wird, die Schirmherrschaft übernommen hat. Da möchte ich mich bei Tanja Gönner ganz herzlich bedanken. Das hat nochmal einen besonderen Stellenwert für unser Projekt. Und im Hause von Frau Gönner ist die Stiftung Naturschutzfonds angesiedelt und die Stiftung Naturschutzfonds fördert das Projekt auch finanziell, denn das könnt ihr euch ja vorstellen, so ein großes Projekt mit so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kostet auch Geld und auch dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Mit diesem Projekt sein und das SUX arbeitet bereits jetzt daran für das Jahr 2011, im Zusammenhang mit dem Automobilsommer 2011 in Baden-Württemberg das Thema fortzusetzen und neue Aktivitäten anzubieten. Und besonders wichtig, wenn ich die Bürgerschaft anspreche, ist mir dieses Jahr der Gedanke, Alt und Jung, Jung und Alt miteinander zu verbinden, die Generation 55 plus, zu der ich ja inzwischen auch gehöre, anzusprechen und zur Mitwirkung aufzufordern. Deswegen heiße ich nochmal alle Altersgenossen ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass zwar nicht so viele, wie wir es uns gewünscht hätten, aber doch eine Anzahl, die sich sehen lassen kann, 55 und älterer mitwirken und selber als Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich in das Projekt einbringen. Herzlich willkommen, liebe Altersgenossen.
Ich hoffe, wenn ich mal pensioniert bin, dass es auch so tolle Projekte gibt, dass ich dann auch gesund bin, dann bringe ich mich auch ein. Dann bin ich so ein bisschen 60 plus. Das war uns ganz wichtig, eben auch ein generationsübergreifendes Projekt zu veranstalten. Ich denke, das lässt sich noch ausbauen. Der Start ist auf jeden Fall gelungen. Dann haben wir natürlich sehr viele, die uns auch aus Schramberg Umgebung finanziell oder mit anderen Aktivitäten unterstützen. Teilweise sieht man es ja hier an diesen Bannern an der Realschule. Ich möchte es jetzt heute nicht alles aufzählen, um euch nicht wirklich zu lange hinzuhalten. Aber es ist mir einfach wichtig, mich bei allen, die das Jux und insbesondere dieses Projekt unterstützen, ganz herzlich zu bedanken. Und stellvertretend für alle möchte ich mich bei Herrn Fleig von der Kreissparkasse Rottweil, ersten Chef der Außenstelle hier in Schramberg, der Direktion hier in Schramberg, begrüßen, bedanken. Die Kreissparkasse fördert das Jux, seit es das Jux gibt. Und ich denke, das macht da auch mal ein großer Beifall mehr. Und jetzt komme ich dann auch schon zum Schluss. Das Projekt, das wurde bereits auch angesprochen, hat noch eine weitere besondere Note. Aber bevor ich das nochmal anspreche und noch eine weitere Begrüßung ausspreche, möchte ich euch nochmals ganz herzlich begrüßen, ob hier die Jungen oder hier die bisschen Älteren. Und ich wünsche euch allen eine gute Projektwoche mit guten Erkenntnissen, mit hoffentlich solidem Wetter, also prima Klima. Und mit hoffentlich neuen Erkenntnissen nach dieser Woche. Und wir werden uns noch das eine oder andere Mal sehen, denn wir erwarten neben Tanja Günner, neben unserer Umweltministerin, viele andere Gäste aus der Industrie, aber auch aus der Politik in unserer Stadt. So wird morgen hier vom Realschulhof Volker Kauder, der Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfraktion der CDU-CSU, Gast sein. Aber es kommen, wie gesagt, auch noch weitere Persönlichkeiten nach Schramberg. Und jetzt darf ich unter dem alten Grundsatz, last but not least, eine Kollegin begrüßen. Ich begrüße mit Frau Erath die stellvertretende Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Dunningen. Dieses Projekt kooperiert zum ersten Mal mit einer Nachbargemeinde, eben mit Dunningen. Und wir wollen auch diese Beziehungen weiter ausbauen, um solche Projekte zu Anliegen der ganzen Region und nicht nur der Stadt Schramberg zu machen. Seit vielen Jahren nehmen ja auch der Nachbarschaft wie dieses Jahr sehr viele Kinder teil. Aber jetzt eine förmliche Partnerschaft, das hat es noch nicht gegeben. Und so möchte ich mit dem Gruß an Frau Erath Sie auch bitten, ein Grußwort an uns zu sprechen. Herzlich willkommen und auf gute Zusammenarbeit, Frau Kollegin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kinder, liebe 55-Plus-Teilnehmer und liebe Eltern. Prima Klima, so heißt das Großspielprojekt für zwei Generationen in diesem Jahr. Das Jux-Team aus Schramberg und das Jugendbüro aus Dunningen starten erstmalig gemeinsam in der ersten Ferienwoche durch und wollen uns allen das mit dem Prima Klima näher bringen. Die Gemeinde Dunningen engagiert sich sehr gerne hierbei mit, nicht nur weil unserer Jugend ein hervorragendes Kinderferienprogramm geboten wird, sondern weil dieses Thema für uns alle sehr wichtig ist. Wenn wir sorgfältig mit unseren Ressourcen der Umwelt umgehen, dann haben wir alle ein Stück bessere Lebensqualität heute, morgen und auch übermorgen. Dabei zählen wir aber auch auf die Erfahrung und die Unterstützung der Generation 55+, denn so ein Großspielprojekt braucht viele helfende Hände und ist gleichzeitig auch eine sinnvolle Möglichkeit, unterschiedlichen Generationen die Möglichkeit zu bieten, sich zu begegnen und miteinander etwas Sinnvolles zu gestalten. Das ist wichtig, weil dies in der heutigen Zeit dieser Kontakt nicht mehr selbstverständlich ist. Allen Helfern, die für das Gelingen dieses Großspielprojektes beitragen, egal ob im Vorder- oder Hintergrund, den ganzen Sponsoren, die dies finanziell unterstützen, möchte ich im Namen der Gemeinde Dunningen recht herzlich danken. Ich möchte euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen, wünsche euch viel Spaß, eine schöne Woche und ich freue mich, dass ich dieses Projekt mit euch begleiten darf. Danke. Herzlichen Dank, Frau Erath. Frau Erath hat es wahrgemacht, sie hat eine Bikini-Rede angekündigt. Eine Rede, die knapp ist, aber das Wesentliche abdeckt. Genau das war's.